Willkommen in Interlagos, São Paulo. Wir hoffen, Sie haben einen schönen Samstagnachmittag und leisten uns beim heutigen Qualifying für den großen Preis von Brasilien Gesellschaft. Wenn es darum geht, Rundenzeit aus der Strecke herauszuholen, erreicht man das gewöhnlich durch Maximierung der Spitzengeschwindigkeit. Sollte man den Abtrieb minimieren, die Kurven mit Risiko angehen und auf den Geraden alles rausholen? Was die Fahrer hier brauchen, ist Spitzengeschwindigkeiten. Angenommen, das Fahrzeug kommt relativ gut durch den Rest der Runde, dann kann man wahrscheinlich auf der Geraden noch Zeit herausholen. Es wird schwer, irgendjemanden zu überholen, wenn man viel langsamer als alle anderen ist. Es wird hart, das nächste Qualifying zu erreichen, aber wir wissen, dass du dir Mühe gibst.
Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 10,9. B14 gefallen.
jetzt in den Top 10. Weiter so. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,10,4. Alles fertig, wir sind bereit.
Wir sind sehr zufrieden mit dieser Platzierung. Gut gemacht. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Vettel, Hamilton und Pierre Gasly. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event.
gemacht. Eine solide Leistung. Im Rennen bitte gern mehr davon.